Fun ist der Abraham zurück in Red Dead Redemption 2. Und wir sind mal wieder soweit und spielen mal eine kleine Runde weiter. Wenn ihr euch noch erinnert, in der letzten Woche haben wir uns mit dem Thema Ölfässer und Zugüberfall auseinandergesetzt. Und wir werden an der Stelle jetzt weiterspielen. Ihr habt in letzter Woche auch die Mission gesehen, wo unser Boss, also unser Anführer, nochmal bedroht wurde. Das war mit dem kleinen Jungen und dem Angeln, wobei wir dann die Angelrute erhalten haben. Und ich dann auch vielleicht nochmal ein paar Missionen zum Angeln mache und einfach nur mal nebenbei angeln, um einen besonderen Fisch zu kriegen. Aber das wären, glaube ich, eher zum Abschluss Videos. So, hier auf meiner To-Do-Liste steht Mico Bell, mal gucken. Komm. So, und da geht es um ein ländliches Idyll. Mika hat dich gebeten, dich mit ihm in seinem Lager in der Nähe von Strawberry zu treffen. Naja, dann werden wir da mal hinreiten. Unser Pferd ist ja auch gleich in der Nähe. Da ich in letzter Zeit immer wieder überfallen wurde, nachdem ich dann ins Spiel gekommen bin. Mein Pferd ist in der Nähe. Wo ist Horsey? Mein Pferd ist in der Nähe. Das ist ein bisschen weiter runter. Da ist Horsey. So, denkt dran, das Pferd fröhlich ist. Immer striegeln und streicheln. Nahrung sieht gut aus. So, dann reiten wir ein bisschen in den Berg herum. Die sind auch immer Wölfe, lustigerweise. Einmal habe ich sie, glaube ich, erschossen, aber ich weiß nicht, ob er das registriert. Und dann immer wieder Wölfe spawnen lässt an diesem Ort. Na, schauen wir mal. So, was haben wir noch gelernt in der letzten Zeit in Red Dead Redemption? Wir haben rausbekommen, es gibt einen Hehler. Da können wir unsere Sachen verkaufen. Da kriegen wir auch den Dietrich. Ich bin immer noch gespannt, wie das mit dem Dietrich funktioniert. Also, ob das ein Einweg-Dietrich ist oder ob man den mehrfach benutzen kann. Also ob das reine Kaufen einmal reicht. Bei den meisten Spielen sind die Dinge ja Einweg. Wo die Realität ja anders ist. Ne? So ein Dietrich verbraucht man ja nicht nach einmal benutzen. Das ist ja Metall. Also, naja. Halt spielerisch gelöst, damit man einen Dietrich nicht unendlich nutzen kann. Ich würde lieber einen Picker benutzen, das ist leichter, aber das ist eine andere Geschichte. Das wundert mich übrigens, dass sie das noch nicht gemacht haben. Oh, dann war das wäre langweilig. Vielleicht noch die Aufsätze ändern von einem Picker. Nein, ich habe keine Ahnung. Ach, unterwegs mit Idioten. Ah gut, okay, das sieht aus, als müssten wir helfen. Geile Nummer auf jeden Fall. We've done all we can for you. You come back for your money at the end of the week. I can't pay you in full for today, of course. The rest of you, stop gawking. Get back to work. Come on! And you there. Thanks for the help. Thank you for your help, mister. I don't know what I'm gonna do now. Foreman's a real bastard, ain't he? Here, this should help you get back on your feet. Thanks, mister. You're a good man. Oh.
gonna be all right there? I think so. Okay, hier gibt's nichts mehr zu tun, aber das war eine nette Geschichte, um ganz ehrlich zu sein. Baum kippt, man muss dir nochmal helfen. Kleine Mini-Aufgabe, ne? Super. Gefällt. Na, kann Horst hier drüber springen? Wow, cool. Bin mal gespannt, ob sie den Baum mit dem nächsten Mal zurückreiten dann schon verarbeitet haben. Das ist natürlich auch eine gute Frage. Ich kann es nicht mehr oft genug sagen. Es sieht echt herrlich aus. Nebel, Dunst, Schwaden, das ist echt alles. Boah. Genial. So, wir sind jetzt eigentlich gleich da. Okay, wir sind da. Hey Arthur, good to see you. Why? You want rescuing again, dear? No, I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job, or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow? Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. There's a spot up this way with a good view of the trail. Okay, also ein Banküberfall. Camping out here like some crazy hermit. Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you, I ain't going back to Dutch without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. It'll be fine. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an old Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, old Driscolls are everywhere now. Master's got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here anyway? Oh, you know how it is? Few loose ends. Drink here, drink there. What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry, making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser? I seen you come full undone more than once now, and you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Okay, also es ist kein Banküberfall, wie ich zuerst dachte, sondern eine Postkutsche. Ich jetzt mal sagen, wie so eine Kutsche mit... Vielleicht kommt man Dietrich zum Einsatz. Juhu! This is the spot. Hold up on this ridge.
They should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Look, there they are. Right on time. Get covered up. Come on! Ride! Here! So, erstmal Waffendepart. Jetzt müssen wir gucken. Irgendwo. Da muss doch irgendwo. Ah, ja, genau. So. Hey. So, das ist das Wichtigste. Und jetzt nehmen wir jetzt. Genau. So, einer weniger. Oh Gott, ich das hinkriege. Ich glaube, wir sollten erstmal den Fahrer kriegen. Ich glaube, das ist das Beste. Also den Kutschenfahrer. Weil wenn der Führer los ist... Ja. Was nicht lustig sieht anders aus. Na, was ist passiert? Ah, Mika ist gestorben. Zu langsam. Na gut, okay. So, endlich geschafft, würde ich sagen. Jetzt dürfen wir auch die Maske abnehmen. Juhu! So, und ich bin mal gespannt. Einmal... Oh, meine Mütze. Also, erstmal... Kopfbedeckung aufheben. Ganz wichtig. Oh, ich glaube, wir haben noch ein Pferd erschossen. Komm, ich muss jetzt mal ein bisschen plündern, mein Freund, weil, ne? Ich sonst wieder so viel Verluste einfahre. Wenn die mich nämlich kennen, oder erkennen, dann muss ich nämlich wieder Gebühr bezahlen und. Also. Ah, Magenbitter, das ist natürlich gut. Ja, mach mal. You don't mean... Yeah! Hey, Luck! Come on, boy! So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt noch Verfolger kriegen. Mit Sicherheit. Das wäre viel zu schnell. Find a new rifle, too. Here you go, Arthur. From me to you. That's more your style than mine. Ein Lancaster. Okay.
Das gucken wir uns mal an. Lancaster Repetiergewehr. Okay. Gut vertraut hat, komme ich schon viel mit geschossen habe. Nachladen, Genauigkeit, Schaden und Reichweite sind da recht gering. Puh, das schaltet sich kaum. Okay. Lohnt sich nicht. Like licking butter off a knife. Something like that. You don't want to just break it open here and be done with it. Could be more than we can carry. And there might be a second crew of riders tailing. Alright then. Ja, ist mit meinem Arm los. We ride back in with a big take and a new wagon to boot. Doug can't say we ain't pulling our weight no more, can he? I ain't sure I trust this new act of yours one bit. Listen, I know we got off on the wrong foot, but I got no beef with you. I reckon we're a lot alike, you and me. Now hold up there. Dutch knows I'm a feller that gets things done, same as you. Gets things done? You'd be wearing a California collar now if I hadn't broken you out of jail. And I have expressed my gratitude, have I not? It's done. Main thing now is getting this haul back in one piece. Okay, steckt mal die Waffe mal wieder ein. Okay, mein Arm sieht gleich wieder besser aus. Puh, und unsere Pferde laufen hinterher. Das finde ich ja ziemlich cool. Brave Tiere, mehr kann ich jetzt wohl nicht sagen. Jappa! Ah, was mache ich falsch? Okay, also, bevor ich sterbe, erstmal was essen. So, das bringt meine Ausdauer, das bringt mein Deadeye, genau. Und gesund. Nicht.
Bitte sehr. So, wie es sieht. So, schauen wir mal, wer hier noch übrig ist. Muss noch einer sein. We should really pick up a lockbreaker one of these days. Save ourselves some bullets. Yeah, because saving bullets is such a concern of yours. Let's take what we can and get the hell out of here. That lock should shoot off easy enough. I'll give you the honors. On account of, well, this little mess. So, eigentlich müsste ich ja doch, eigentlich, ich hab doch... Hier habe ich nur eine Angel, hier habe ich nur das. Kamera, Ausrüstung, warum? Just thought you'd want the honors. Come on, I'm happy to do it myself. That should do it. Come on, let's see if all this was worth it. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. Dürfte die Statistik dürfte nicht gut sein. Das kann nur eine Katastrophe sein. In 6 Minuten Gesundheits. Ja, schon klar. Was? Zeuge? Ach komm, what the fuck? Hey, boy. Ja. So, wo sind wir überhaupt? Oh, hier gibt es ganz viele Leichen. Na ja, gut, okay, wir haben ja schon einige abgegrast. Es gibt eine neue Mission, okay. Mal wieder in Valentine. In unserem Lager ist nichts. Nur noch eine Mission in Valentine, okay. Und ich bin noch nicht gemeldet. Das ist auch nicht schlecht. Ja, dann auf zum Lager. Weil dann können wir nämlich wieder ein paar Sachen einsetzen. Mal $600 bekommen haben, lässt sich einiges von kaufen. Unser Lager wird ich schön ausarbeiten, ausbauen. Bin gespannt, ob das so funktioniert, aber das sollte es. Das alles mäßig gefüllt. Also,
wenn ihr nochmal wissen solltet, wie das funktioniert, dann man nennt das mit der Zeit. Ne? Also normal Deadeye und diese besondere Sicht, wo Tiere also in den Geruchsfahnen und was weiß ich mal alles sehen kann, das ist die mittlere Maustaste. Und entsprechend dann, wenn ihr Deadeye aktiviert, dann mit Q, dann geht ihr in den Suchermodus und dann könnt ihr im Prinzip jede Person auswählen mit Q. Und dann sage ich jetzt einfach mal linke Maustaste drücken. Das habe ich natürlich wieder ein paar Mal falsch gemacht. Das muss ich noch ein bisschen üben. Und dann werden alle Personen, die anvisiert wurden, dann auch dementsprechend erschossen. So, jetzt gucken wir, müssen wir gerade aus. Ja, müssen gerade ausweichen. Was aber schön war bei der Mission, war der Anfang letztendlich, weil da haben wir ja diesen Forstwirt, ja, den Baumfäller letztendlich, wenn wir uns ja nicht so professionell nennen, dass wir den retten konnten. Ne? Bein eingeklemmt, nochmal mit anpacken. Na gut, ich habe hier nochmal $5 gespendet. Hey, way. Vielleicht trifft man sich ja mal wieder. Ne? Kann ja mal gut sein. Ist gut fürs Karma. So, hier ist ein Weg rüber. Ah ja, ich sehe schon, da oben müsste dann unser Camp sein. Sie gibt richtig Gas. Also beschleunigt. Reitet. Läuft. Ach, was auch immer. Ach, man reitet. Man reitet mit einem Horse, mit einem Pferd. So, jetzt guck mal, jetzt bin ich natürlich am Lager so ein bisschen vorbeigelaufen. Ich wollte mal wieder abkürzen und was ist? Hat nicht geklappt. Wo ist denn das Lager? Doch, das ist da geradeaus. Nein, 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 nein. Wegpacken. Können wir nicht mit Waffe ziehen. So, Pferd wieder angurten. Na gut, hat nicht so gut geklappt. Whatever did happen with that Mary Gillis? Yeah, all came to nothing, Miss Grimshaw. That's for the best. Sure, of course. I never did like her very much. So, dann gucken wir mal. Eigentlich Geld spenden. Nee, ich dachte, wir werden jetzt. Ja, gut, okay. Kann Geld spenden kann ich schon. Mal $50 mal reinwerfen. Ich dachte, wenn jetzt hier $600, die ich da eingenommen habe, es waren insgesamt $600 und davon habe ich 300 bekommen, ne? So. Und das geht jetzt in die Kasse. Da ist das Beitrag leisten. Da geht es wieder ran an die Kasse, ja. Muss ich jetzt mal gucken. Dass ich, wenn ich jetzt in die Stadt reite, als nächstes da mal so ein paar Sachen dann ausgebe. So, was haben wir denn jetzt hier? $77. Das kaufen wir mal. So, das sieht gut aus. Das nächste wäre dann das gute Zeug. Dann sind wir dann auch weitgehend durch. Ja, dann würde ich mich erstmal hier verabschieden, nochmal ein bisschen zusammenschneiden, gucken, wie viel da bei der Mission rumkommt und ja, wie immer. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich habe ja, einige Fails, aber einiges wieder gelernt. Daher sage ich, have fun, neuer Aboram, bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.